Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Heute bin ich in Frankreich und zwar bei den Le Mans Classics. Da bin ich zum ersten Mal und das ist wirklich eine fantastische Veranstaltung. BMW hat eingeladen. BMW Classic in Deutschland setzt nämlich ein ganz besonderes Auto ein. Ihr habt es bei mir schon mal gehört, den BMW M1 mit dem Peter Oberndorfer, Christian Danner und Leopold Prinz von Bayern. 1981 das originale Le Mans mitgefahren sind und heute gibt es ein Revival mit dem fast original Auto. Und wir begleiten das hier so ein bisschen, oder ich begleite das so ein bisschen und nehme euch mit. Und es sind fantastische Autos am Start. 6 Klassen und noch verschiedene Legendenfahrten, die hier stattfinden werden. Freut euch drauf. Viel Spaß. Einige wenige Eindrücke des Wochenendes seien, die weit von vollständig entfernt sind. Zum Jubiläum hatte man fast das Gefühl, es wurde nochmal alles rausgeholt, was gut und teuer ist. Und die Masse und die Hochkarätigkeit der Fahrzeuge hat sicher keinen Zuschauer kalt gelassen. Genau genommen waren es ja sogar 3 Jubiläen. Einmal 100 Jahre Le Mans, 50 Jahre BMW Frankreich und 80 Jahre Leopold Prinz von Bayern. Womit wir beim Thema wären. Der M1 war wohlbehalten in Le Mans angekommen und zunächst wurden die Herren Rennfahrer zur ausgedehnten Sitzprobe gebeten, nach der Poldi gemerkt hatte, dass auch alte Rennwagen heutzutage immer enger zu werden scheinen. Poldi, Mensch, nach so vielen Jahren. 1981 das letzte Mal und jetzt wieder. Wie fühlt sich das an? Ja, so unglaublich kann man mit Worten gar nicht beschreiben, weil das einfach ein unglaubliches Erlebnis ist, nach 42 Jahren wieder mit der gleichen Mannschaft, mit den gleichen Fahrern, mit dem gleichen Auto wieder zu starten. Ich glaube, das kann keiner behaupten, ja, außer uns in der BMW-Klasse. Das stimmt, das stimmt. Heute war ja schon das Probesitzen. Wie hat es sich angefühlt? Wie das früher? Aussteigen wird schlimmer. Es wird immer schwieriger. Man merkt halt doch, dass die Knochen langsam ein bisschen nicht mehr so flexibel sind. Ja, ja. Deswegen fahre ich immer die zweite Tour. Okay. Muss ich nicht aussteigen, weil da brauche ich ein bisschen länger. Ach so, okay. Reinrutschen geht es besser, aber ist schon schon enges Auto. Ja, weil wir den Lenker nicht abnehmen können. Naja, okay. Wäre natürlich toll, wenn wir das abnehmen könnten, dann wäre es besser im Einsteigen. Aber ist wie es. Man muss es nicht nehmen. Man muss es nehmen, wie es ist. Aber sonst vom Feeling her ist das wie früher, oder? Ja, ja. Was meinst du, die erste Runde hier fahren, was da alles zurückkommt? Die ganze Erlebnis, die ganze Strecke, die ich mit dem Auto gefahren bin, zwar nicht so lange, aber das ist ein unglaubliches Erlebnis. Das kann man wirklich nicht beschreiben, aber du sitzt da drin und grinst, weil du so viel Spaß und Freude hast. Übrigens bist du in guter Gesellschaft. Ich habe eben im Porsche 917 in dem Hippie-Auto gesehen, dass Gérard Larousse mit 83 fährt. Oh, also, ja, da sitzt er auch noch drin. Will ich auch immer wieder sehen, Gérard. Ja, ja, der. Das ist, ich habe dem Christian gerade gesagt, sehe ich, dass ich der Älteste bin. Nein, 83. Ja, da gibt es ja Älter. Das ist ja ganz hinter dir. Ja, das sah so aus. Ja. So, wir sind ganz flott weggefahren. Ja. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Wir reden danach nochmal in Ruhe, oder? Ja, natürlich. Ja. Ist der Wagen hält. Mensch, der macht aber so einen guten Eindruck, oder? Und die haben uns so gut vorbereitet. Also. Jetzt haben wir ja noch nicht ganz so ernst wird es jetzt. Man muss die Strecke anschauen, wie das Auto sich verhält. Ja. Ein bisschen eingrooven und dann sehen wir, wie das dann morgen ausschaut. Attackieren wir nochmal. Also aber viel Erfolg. Ja. Na, vielleicht hilft dir die richtige Ernährung, der Gelenkigkeit auf die Sprünge. Standesgemäß, wie es sich für ein bayerisches Team gehört, wurde auf dem Hexboiler erstmal eine Weißwurst gezuzelt. So, jetzt wollen wir aber auch mal hören, wie der Wagen denn so klingt. Yeah.
nun ist erst einmal Zeit für einen kurzen Rückblick auf das Jahr 1981 mit unseren drei M1-Piloten, die die Freude über das Revival das ganze Wochenende über nicht verbergen konnten. Ja, das war eine Einzelaktion damals eben mit diesem Auto. Klar, München, da muss der Poldi rein und der Peter. Ich war eh bei BMW, das war relativ einfach. Das Feeling ist 1:1 dasselbe. Also als ich heute Morgen meinen Morgenstint gefahren bin, aufgehende Sonne rein, das ist einfach, so gehört es beim 24-Stunden-Rennen, super geil. Damals war natürlich mehr Druck im Kessel, ja? Da war natürlich klar, da mussten wir ran und mussten auch richtig Druck machen von der ersten Runde an. Also das war, ich sag mal, nicht ganz so entspannt wie jetzt. Nein, das war nicht. Aber was ich so cool fand damals, war noch die alte Strecke mit 6-7 Kilometer geradeaus, fünfter Gang Vollgas. Und der Hampf. Und der Hampf. Erster Viertelstunde geradeaus, dann kommt der Hampf. Geht Beute? Der Hampf, die Hügel. So ein kleiner Buckel. Das muss man ja entschärfen, musste, weil da noch Autos abgehoben sind. Ja, genau. Ja, wie ist das? Das ist jetzt nicht mehr so, oder? Nein, es war ganz anders. Das waren ja nur die alten Boxenanlagen. Die waren so groß wie die Zelte hier. Und da bist du halt durchgegangen, hast gedacht, vor ein paar Jahren ist hier der Belmondo durchstolziert, hat seinen Film gemacht. Dann gab es noch diese Funktelefone. Dann haben sie an der Box das Telefon so gedreht und gesagt, ja, der Christian ist gerade 4:10 gefahren. Und die Frau von Dr. Marco hat hinten das Telefon abgenommen, hat sie es angehört und hat es dann auf die Tafel geschrieben und hinten rausgehalten, da an der Hängekurve nach der Geraden. War sensationell. Aber sehr professioneller Einsatz, trotz allem. Eben ist schon ein Name gefallen, Dr. Marco, beziehungsweise die Frau von Dr. Marco. Das war ja damals euer Teamchef. Wie war denn Dr. Marco? Also er hat ja damals unheimlich Druck auf uns ausgeübt, weil er gesagt hat, ich kam schneller mit einem Auge wie hier mit zwei Augen. Das war immer sein Spruch. Ich hatte schon einen Kümmerer dabei, der mich um mich gekümmert hat, hat mir Wasser geliefert und elektrolytische Getränke gegeben. Und das hat ihn wahnsinnig genervt. Den Hans-Gerd Bohrmann ist der damals. Jetzt kommt der Schüler mit seinem Kümmerer. Ja, der Kümmerer. Wenn immer ein Koffer dabei kommt. Ja, Wahnsinn. Wie habt ihr euch denn heute vorbereitet aufs Rennen, wenn man in die Neuzeit guckt? Mit habt ihr euch immer noch gemacht, oder? Also ich denke schon, was die Vorbereitung anbetrifft, ich bin ja der Älteste. Ich denke schon ernst, weil da musst du wirklich was tun. Weil es ja nicht so einfach eine easy Fahrt, sondern du musst ja auch Kondition haben, Konzentration haben. Und das ist heutzutage schon ein bisschen anders. Und ich finde einfach, man muss halt was tun. Das ist das Allerwichtigste. Auch mit dem Essen anders ernähren dich. Du musst, ich mache jeden Morgen Sport, damit ich einfach hier mithalten kann. Okay, und hält damit, ja, oder? Ja, fantastisch. Also heute Morgen hat der Poldi ein bisschen Bedenken gehabt, weil das mit dem Schlaf nicht so richtig hinkam und so weiter. Aber er ist jetzt auch noch eingestiegen, war von Haus aus dabei. Super. Und ich war ja früher noch beweglicher, jetzt komme ich da gar nicht mehr raus. Nein, geht nur, aber der Markus von der BMW Classic, der zieht mich dann immer raus auf den Armen, weil ich komme da einfach nicht mehr raus. Du warst ja viel beweglicher. Aber auf der Strecke, für den Durchschnitt unserer Jahre, sind wir auf der Strecke noch einigermaßen dabei. Ist das sensationell, Mensch, ja, fast im Durchschnitt, fast das älteste Team hier, oder? Naja, ihr beiden sitzt ein bisschen nach unten, aber wisst ihr, was ich sensationell finde, wenn man euch beobachtet, dass ihr immer zu dritt dabei steht, auch wenn einer nicht fährt. Wir fahren ja immer nur zu zweit an einem Stint. Und ihr steht immer alle da und alle fiebern mit. Das finde ich ja, toll. Ja, weil wir alle Daumen drücken. Ja, klar, muss natürlich. Ja sein. Da schließt sich ein ganz großer Kreis. Wir haben uns ja damals, also Christian und ich kennen uns schon lange, aber Poldi haben wir damals so richtig erst kennengelernt. Und ja, es schließt sich ein ganz großer Kreis nach dieser Zeit. Und schön, dass man das so machen darf. Na, und wenn sich mit Prinz Leopold schon mal der Hochadel versammelt, dann darf einer natürlich nicht fehlen, König Ludwig. Klaus, bitte entschuldige, ich weiß, du hast es so genannt zu werden, aber er musste einfach raus. Übrigens war Klaus Ludwig an diesem Wochenende auf einem Porsche 39 Turbo Gruppe 4 von 1980 gemeldet und hatte mit Erstaunen und einem leichten Unterton der Rührung festgestellt, wie viele Fahrzeuge im Fahrerlager er während seiner aktiven Karriere einst bewegt hatte. So, weiter im Text. Viel Zeit zum Warmwerden mit Strecke und Material hatten die Fahrer nicht. Los ging es gleich mal mit dem Qualifying. Was ihr hier seht, ist die Runde 5. Die Runde, die mit 4,43, 6,55 die entscheidende für Startplatz 3 in der Klasse und Platz 35 insgesamt war.
jetzt nochmal über das Einsatzgerät reden. Es war ja nicht der originale M1 von damals. Das wertvolle Einzelstück hatte man zwar mit nach Le Mans genommen und im Renntruck gelassen, das rollende Museumsstück sollte bei Problemen als Ersatzteilspender dienen. Um über den Aufbau des Einsatzwagens zu reden, habe ich mir die beiden BMW Classic Mechaniker geschnappt, die hauptsächlich die vergangenen Monate mit dem Projekt Comeback in Le Mans betraut waren. Michi Gruber, ihr kennt ihn aus meinem Podcast mit ihm, richtig, der Mann mit dem Ex-Lauda McNamara, und Markus Eder. Wann habt ihr denn damit angefangen eigentlich, den Wagen so herzurichten? Relativ spät eigentlich, weil der Startschuss für das Projekt ziemlich spät gefallen ist, und jetzt war es dann tatsächlich noch ziemlich knapp zum Schluss her, also angefangen, glaube ich, haben wir Ende März, Anfang April mit dem zum den Dreh, ja. Und das war sportlich, die letzten Wochen. Sportlicher Zeit, ja. Ja. Und das war von vornherein klar, dass ihr nicht mit dem Originalauto fahren würdet, oder? Ja, das ist bei uns so entschieden worden, ja. Dass wir dieses Auto dafür nehmen, und deswegen ist das, glaube ich, auch besser so. Habt ihr euch den Originalwagen mal angeguckt, ob der irgendwelche Besonderheiten hat, die man hier auch noch reinbauen muss, oder war das einfach ein normaler M1 als Rennwagen? Na, das Auto, mit dem wir jetzt hier da sind, ist ja das Auto, mit dem wir in den letzten 8 Jahren immer Taxi-Demofahrt gemacht haben, Festival Speed teilgenommen haben. Das heißt, die Basis an sich war da. Wir haben jetzt nur natürlich alles auffrischen müssen, damit wir wieder einen neuen HTB, einen historischen Wagenpass bekommen. Sprich, wir brauchen wieder einen neuen Sitz, einen neuen Gurt, einen neuen Tank. Wir haben noch ein Regenlicht nachgerüstet, das wir bei der DTM zum Beispiel nicht braucht haben, ein 4-konformes, ja. Und haben halt einmal das Auto nochmal komplett auseinandergenommen, haben es technisch nochmal überprüft, haben die Verschleißsachen, die fällig waren, alle neu gemacht und einfach einmal durchrevidiert, durchgeschaut, folieren lassen und ein bisschen Reifen gekauft, oder brauchen wir ein bisschen mehr. Reifen habt ihr auch gekauft. Ja, ein bisschen so langstreckenspezifische Sachen haben wir dann auch noch gemacht an dem Auto, mit Scheinwerfer, Bremsenkühlung. Okay. Das war zum Beispiel das, wo der Markus relativ viel Arbeit gehabt hat. Das Auto hat nie die originalen Klappscheinwerfer drinnen gehabt. Ah, okay. Das war einfach zu laminiert. Das hat er mühsam ausschneiden müssen, hat die komplette originalen Halterungen für die Hauptscheinwerfer einschweißen müssen. Es waren zwei nicht so schöne Tage, aber das haben wir geschafft. Ja, geht schon. Und dass wir jetzt gut ausgeleuchtet sind da in der Nacht, oder? Weil wir gewusst haben, wir haben zwei Stints in der Nacht, beziehungsweise in der Nacht und in der Früh. Und der Rest war im Grunde eine normale Durchsicht, wie wir es mit allen anderen Autos auch machen. Und alles, was irgendwie zweifelhaft war, haben wir revidiert oder erneuert, damit wir ein frisches Auto hinstellen. So richtig ins Schwitzen gebracht haben uns eigentlich dann die horrenden Lieferzeiten von Benzintank. Also da gibt es ja ein paar namhafte Hersteller, von denen hat man dann innerhalb von 6 Wochen nicht mehr Antwort bekommen. Ja. So, das war dann selbst eigentlich. Selbst von BMW in Schrank kriegt man keine Antwort. Für alle Kleinteams vielleicht beruhigen, oder? Ja, definitiv. Wobei ich da sagen muss, Markus, natürlich war das so ein bisschen eine schwierige Zeit, wo du nicht gewusst hast, wann kommt der Tank jetzt? Es waren immer so Lieferangaben, ja, in zwischen 4 und 8 Wochen. Aber wo du dann die Versandbestätigung bekommen hast, da haben wir eigentlich am Schluss raus richtig planen können. Also okay, jetzt kommt am Dienstag am Tank, die Schale kehrt noch abgehen, da brauchen wir jetzt noch einen Tag dafür. Da haben wir dann schon gewusst, okay, das geht sich aus. Wo wir richtig geschwitzt haben, war der erste Rollout. Da war ein neues Getriebe drin, oder? Das wir vor 8 Jahren aufbauen haben lassen, war kein Kilometer drauf. Ja. Der Obi fährt in Regensburg auf der Einfahrbahn von BMW 2 Runden. Chuck, boom, sind die Zähne runter vom Dribbling. Also unter 10 Kilometer. Ja, das war der Montag, bevor wir einen LKW geladen haben. Oder? So. Und jetzt kommt das originale Auto ins Spiel, oder? Da war nämlich auch noch ein 4.0er Getriebe drin, mit starrem Durchtrieb. Und das war das einzigste 4.0er, das wir noch gehabt haben. Und ich weiß noch nicht, gereicht hat, haben wir einen prophylaktischen Motor auch gleich noch mitgewechselt. Haben wir den kompletten Antriebsstrang vom echten Auto da gebaut. Ja, Auspuffanlage noch umbauen vom echten Auto. Da war der Markus 6-in-2-Anlage. Da war vorher eine 6-in-1-Anlage drin, beim echten Auto ist eine 6-in-2-Anlage drin, dann haben wir das auch noch alles umgebaut. Aber okay, krass. Also das war wirklich euer Hauptding, oder? Genau. Ihr habt daran gearbeitet. Dann natürlich aufgrund des Getriebeschadens noch alle Getriebeölleitungen, Getriebeölkühler, auch noch alles neu. Schaut, dass es noch rechtzeitig kommt, weil sonst hast du ja keinen Ersatzteil mehr. Der Markus war dann am Samstag in Dingolfing im anderen BMW-Werk, hat dann noch mit dem Rollout gemacht, mit der neuen Antriebseinheit. Ja, am Montag haben wir einen LKW geladen und am Mittwoch sind wir hergeflogen. Oder? Ja. Aber bis jetzt
Bis jetzt war alles super, oder? Genau. Alles wollen wir es mal nicht verschreien, aber passt. Bis jetzt hat er war eigentlich nur ein bisschen. Ja, eine Niere haben wir verloren heute. Genau, ja. Was habt ihr verloren? Eine Niere, das ist das Auto. Wir haben meine noch. Spendernieren haben wir immer dabei. Eine echte M1-Niere liegt hier irgendwo in Le Mans. Ja, aber zweigeteilt. Nein, die ist da. Die ist zweigeteilt in der Schublade. Ja. Ah, okay, alles klar. Die versteigern wir nächste Woche. Ja, das ist klar. So, erzähl mal ein bisschen was über die Daten von dem Auto, falls jemand vielleicht den Wagen jetzt nicht so im Kopf hat. Das ist ja was ist das für ein Motor? Das ist ein M88-Motor, 3,5 Liter Hubraum, rein Sechszylinder mit mechanischer Kugelfischer-Einspritzung und Flachschieber, Vierventiltechnik. Eigentlich vom Aufbaustand her identisch, wie es damals gefahren wurde. Ist natürlich frisch revidiert, aber es ist identisch vom Aufbaustand. Ja. Und was hat er an Leistung? Ja, da spricht man immer ungern drüber. Okay, ja. Verstehe. Aber so ca. 460 bis 470 PS, so wie es damals angegeben war. Das Originale von damals. Ja. Ne? Ihr müsst ja wirklich komplett original fahren, oder? Also auch die alten Scheinwerfer von damals, oder konnte man da ein bisschen was machen irgendwie? Ne? Also unser Auto ist vom technischen Reglement her komplett original. Das habe ich auch schon gehört. Das ist wahrscheinlich das Originalste von allen, die hier stehen, aber wir wollen ja keinen. Von der Technik, nicht von der Historie. Man muss differenzieren. Also dieses Auto ist damals in der Broker nicht gelaufen. Das war eins von vier Reservechassis, das der Schnitzer 82 mit Restteilen zusammengebaut hat. Und das Auto hat er der BMW AG dann verkauft gehabt, nur in die 80er Jahre. Das heißt, die erste richtige Rennhistorie haben wir auf das Auto draufgefahren, 2013, 14 im OGP. Okay. Und das ist jetzt im Grunde der dritte offizielle Renneinsatz von dem Auto. Was wiegt denn der Wagen? Das ist leider schwer, wir haben ein bisschen über 1200 Kilo. Also mit Fahrer und ein bisschen Benzin haben wir über 1220 Kilo ungefähr. Also wir sind einmal locker 100 Kilo schwerer als alle anderen Autos, weil wir ganz, ganz dick laminierte GFK-Teile haben. Da haben wir jetzt auch nicht mehr gesagt, dass wir da jetzt nochmal was Leichtes drauf machen. Wir haben das hergenommen, was da war. Und bisher ist das Auto beständig. Wir waren im Qualifying auf P3. Ja, wenn wir durchkommen, alle drei Fahrer geht's gut, niemand ist ein Bein abgeflogen oder sonst irgendwas und wir sehen die Zielflagge, sind wir alle happy. Das ist ja eine geile Geschichte, oder? Mit denen dass halt die drei, von 81, mit Stadt, die noch gar nicht gelebt. Ja, definitiv ist es so. Ja. Aber, ja. Hat er noch nicht mal geplant? Ja, da waren wir noch ein feuchter Traum von unseren Vätern. Genau, aber es ist auf jeden Fall schon einmalige Geschichte, dass die drei selben Piloten von damals jetzt wieder da fahren. Auch wenn der Modus Le Mans Classic jetzt vielleicht für drei Fahrer nicht optimal ist mit dem Fahrerwechseln, aber ist schon eine gute Nummer und ich glaube auch deswegen machen wir es hauptsächlich, um das zu zeigen nochmal. Und wenn dann nur einigermaßen das Ergebnis dabei rumkommt, dann glaube ich, sind wir alle happy. Super, oder? Ja. Ist das eigentlich so, dass ihr in Le Mans sagt man immer, ihr könnt euch wieder ein bisschen zusammenstellen, vielleicht haben wir beide ein Bild, dass man die Fahrer irgendwie einigermaßen so homogen zusammenpassen müssen oder sowas? Also ich weiß nicht, ob die Herren sich in den letzten 30 Jahren auseinanderentwickelt haben, aber vom Setup her oder von der Art her, wie man bremst, gab es da irgendwie Debatten noch oder ist einer gesagt, hier kann ein bisschen mehr Bremsdruck vorne oder hinten oder sowas? Also wir haben schon mal das Glück, dass die alle, keine Ahnung, Luftlinie 50 Kilometer auseinander wohnen, die sprechen alle dieselbe Sprache, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Alle verstehen sich schon selbst, oder? Nein, ansonsten sind die eigentlich echt gut drauf, die Burschen. Ja. Pflegeleicht. Ergänzen sie gut, pflegeleicht. Ja. Wir haben natürlich im Nachtraining jetzt in der Bremsbalance schon was verändert, aber das war dem Regen geschuldet und keine wilden Sachen. Ja, können das die Fahrer selber verstellen? Haben die so einen Okay, ja. Alles klar. Ja. Das ist quasi das rote Kreuz an der rechten Seite. Damit verschiebst du das Pendel zwischen dem vorderen und dem hinteren Hauptbremszylinder und hast dann eben mehr oder weniger Druck auf der Vorder- oder auf der Hinterachse. So kannst du während dem Fahren, solange du nicht auf der Bremse stehst, die Balance von vorne nach hinten verteilen oder umgekehrt. Je nachdem, was du gerade brauchst. Und müsst ihr für die Fahrer beim Sitz irgendwas anpassen oder so Polster rein und raus machen oder sowas? Gab's so ja, für den Poldi haben wir da ein bisschen Spezialpolster, damit er ein bisschen weiter oben sitzt. Das ist ja der kleinste von den dreien. Ja, genau, ja. Aber ansonsten haben wir verstellbare Sitzschiene. Gibt es nur noch die Gurtlänge, dann passt es. Wie lange schlaft ihr eigentlich an so einer Woche? Das darf man offiziell nicht sagen. Ja. Oh, die Gewerkschaft von BMW ist da sehr streng. Nein. Genau. Nein. Alles im Rahmen. Uns geht's gut. Sag mal, kriegt man solche Teile? Das ist doch immer die Teile, aber das gibt's alles, oder? Bremsscheiben, Bremsbeläge. Die Privatwirtschaft ist mittlerweile so weit, dass du für das Auto alles kaufen kannst. Okay. Also es gibt nahezu nichts,
was du nicht entweder als Kit oder als Ersatzteil kaufen kannst. Und die Sachen, die du nicht bekommst, für das sind wir Handwerker, die machen wir dann selber, oder? Ach, das ist toll. Das gefällt mir. Und die Karte da können die Fahrer, habt ihr Funk an Bord? Eigentlich? Nein, das ist verboten. Ah, das ist verboten? Ja. Ich habe nämlich gesehen, wie du gestern das Schild rausgehalten hast. Ja. Und also das ist tatsächlich wie früher, man darf nicht kommunizieren, sondern die Fahrer müssen an die Schilder und so. Und, ja, und das hat die hier reinschneiden müssen. Das war alles zu laminiert. Der Markus hat das, wie gesagt, rausgeschnitten, hat die Scheinwerfer an sich. Markus, zieh mal an. Hat die komplette Scheinwerfertechnik hat der Markus angepasst, angeschweißt, lackiert, eingepasst, war ein zweiter. Das hast du nicht ansprechen dürfen. Eine gute Partnerfirma, die uns die ganzen Teile reproduziert hat, laminiert hat, genau, ja. Und auch die ganzen Bleche haben wir noch mitkaufen können und da haben wir es quasi im Auto eingeschmeißt und angepasst. Das ist natürlich vom 850er ein bisschen aerodynamisch. Ja. Aber dann, glaube ich, haben wir wieder bei der Abnahme ein Problem. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Also, was haben wir hier noch? Ölkühler, Wasserkühler. Ja. Genau, simpel. Die Hauptbremszylinder und Kupplungszylinder. Sehr übersichtlich. Öllenkung, alles nur zugänglich. Die Ölleitungen haben wir prophylaktisch neu gemacht, weil es war jetzt über 10 Jahre her, dass die das letzte Mal da gespart sind. Ja. Die haben wir neu gemacht. Der Rest war eigentlich. Das Auto war ja in einem sehr guten Zustand an sich. Von daher haben wir jetzt nicht so viel. Ja. Pass auf, Podcast-Mitbewerber machen mit. Denen lassen wir nicht so in die Karten schauen. So, moin! So, ich wollte euch ein paar Worte zu dem Auto sagen. Ah, ja. Jetzt erklärst du mir mal, dass, wenn man für einen deutschen Hersteller einen Podcast macht, dass man auf Deutsch sprechen sollte, ne? Genau, ja. Das ist einmal ganz wichtig. Ich sag mal so, der Podcast auf deutscher Sprache ist ja sehr gut besetzt durch diesen Herrn auf der anderen Seite. Philipp Rathke, muss man sagen, jetzt sag mal, wie heißt dein Podcast? Changing Lane. Nee, Quatsch, nein. Das ist mein Podcast, aber ich darf ihn für die BMW Group Classic produzieren und der heißt Classic Heart. Ja, wir sprechen mehrheitlich Englisch, weil es ist natürlich klar, die deutsche Podcast-Welt ist ja besetzt von einem gewissen Podcast, der alte Schule heißt. Also zwei Worte zu diesem wunderschönen Audi. Jetzt. Audi ist in den Motorsport eingetreten mit seinen besten Fahrern. Gehen Sie weg. Sorry. Gehen Sie bitte weg. Aber das Tollste ist hier. Ja. Guck mal hier, meine Frau wird dich lieben dafür. Ein Montblanc-Stift. Ne? Ja, ein alter Agatha Christie. Ja, okay, was mache ich hier? Erstmal freue ich mich, dass wir uns sehen, weil ich meine, immer wenn ich in Hamburg bin, bist du natürlich irgendwo auf der Welt unterwegs mit einem Panzer. Ja. Einem wunderschönen Mercedes. Hört mehr alte Schule. Du machst Werbung auf meinem Kanal für meinen Kanal, das bringt gar nichts. Du müsstest das in deinem Podcast sagen. Ja, es gibt ja auch mal Leute, die kommen neu zu dir. Also bei uns ist es, bei Classic Heart ist es so. Guck mal, er ist der Einzige, der wirklich richtig ausgerüstet ist hier. Das ist wir korrekt. Popeln uns hier Dinger ins Ohr und ärgern immer, dass die immer dreckiger werden, von jedem aus der Tasche ziehen. So. Und hier, das gibt es nämlich auch noch. Auch ein Hobby von mir. Und das hier. Ist da. So. Dankeschön. Und weil du Fotograf kriegst du noch einen zweiten. Ich muss euch das kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, so verrückt, der Radchen. Guck mal, 4 Tage Zutritt, ich natürlich nicht. Paddocks, ich natürlich nicht. Also, das ist Wahnsinn. Du bist bei den geilen Abendessen dabei, ich natürlich nicht. Dein Ab. Achso, der hat auch genommen. Das ist die richtige. Also schau mal, wie sie sich freuen, da stehen sie. Ja. Wie die Orgelpfeifen. Das Glück ist einfach, Begeisterung sieht so aus. Jetzt kommt Poldi, jetzt kommt ihr alle. Wir wünschen euch auch allen viel Erfolg. Viel Spaß, vielen Dank. Danke dir. Was ist eigentlich mit Peter Oberndorfer? Der hatte ja das Glück, beim nächtlichen Training parat stehen zu dürfen. Herrlich, oder? Man kennt die Strecke nicht und muss sich dann mit den alten Funzeln durch Spürregen und Nebel herumtasten. Und während der Sprecher dieses launigen Beitrags im Tritra Träumland unterwegs war, hat die BMW-Fotografin Gudrun Muschalla sich für uns die Nacht um die Ohren geschlagen. Und wie hat Peter Oberndorfer das Training empfunden? Sehr interessant, nach 42 Jahren auf eine Rennstrecke zu kommen, die sich groß geändert hat, auch in der Zwischenzeit, bei Nacht, bei Regen. Also du wusstest eigentlich gar nichts. Du bist gleich ins kalte Wasser geworfen worden. Deine Kollegen haben ja schon... Haben wir schon vorgelegt? Die haben bei Trockenheit und Helligkeit trainiert und nicht bei Dunkelheit, Regen. Und das ist schon beeindruckend. Also gerade wenn du da ewig nicht mehr gefahren bist. Du schaust natürlich Onboard-Aufnahmen an und alles. Und manches schaut original gleich aus, aber manches ist auch ganz anders. Und speziell die Sicht natürlich in der Nacht. Wir dürfen ja nur zeitgenössische Lichter verwenden. Und in dem Regenspray siehst du dann teilweise die Einlenkpunkte von den schnellen Kurven gar nicht, wenn du die Strecke noch nicht aus dem FF kennst. An der Nordschleife kann ich einlenken, ohne dass ich den Punkt sehe. Aber hier brauchst du noch ein paar Runden. Schwieriger ist, dass die immer so Lichter aufgestellt haben in den Schikanen. Und du denkst immer, jetzt kommt jemand hinten. Dabei sind es nur die Lichter, die die Schikanen beleuchten.
Und so, okay. Du siehst auch schlecht nur über den Rückspiegel, kommt jetzt ein Auto, du siehst das vom Auto nicht sehr gut raus. Also du musst ständig da rückwärts schauen, aber jetzt haben wir eigentlich kaum einen überholt, von daher war es nicht problematisch. Der Motor an sich ist super. Wir sind ein bisschen lang übersetzt, was natürlich speziell im Regen dann schwierig ist. Du musst ja auch mit mechanischer Zündung fahren, mehr oder minder. Das heißt also, wenn du zu niedrige Drehzahl hast, dann kommst du ein bisschen ins Stottern, so bop, 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 bop. Also du musst sehr feinfühlig mit dem Gas sein. Zum einen wegen dem Ansprechverhalten des Motors und zum anderen aber auch natürlich, dass du bei Regen nicht plötzlich die Pirouette machst. Also wenn du im ersten, zweiten Gang aus Kurven rausführst. Du musst dir ja vorstellen, unser erster Gang geht bestimmt deutlich über 100 oder so. Also das heißt, du fährst das eng in Kurve im ersten Gang raus. Da musst du schon sehr sanft die Power anlegen. Ja. Herr Christian Danner meinte gestern irgendwie, das ist das Auto. Er hat ein bisschen nicht lang gebraucht, aber er konnte sich genau noch daran erinnern. Und das ist vom Feeling wieder genau gleich, dass man ihn ganz sanft fahren muss. Also kann nicht hart einlenken, sondern eher so ganz weich in die Kurve, durch die Kurve tragen muss. Ja, es geht. Bei Trockenheit und Flat Out ist es schon ein bisschen anders. Also ich bin ja hin und wieder auch mal so M1 gefahren. Wenn du die letzten Zehntel rausholen willst, musst du schon auch Gas geben. Aber du darfst ihn nicht überfahren. Du darfst ihn nicht überfahren, dann ist es schlecht. Du musst so die richtige Balance finden. Und es ist halt trotz allem ein handvoll Auto. Ja. Mit dem großen Sechszylinder da im Heck. Wenn er sich mal dreht, dann geht's ab. Aber haben wir alle nicht initiiert, das Drehen. Bis jetzt geschafft. Habt ihr jetzt noch was am Auto eingestellt eigentlich? Oder habt ihr auf irgendwas noch geeinigt? Irgendwas härter oder Sturz, Spur, Reifendruck? Nein, wir sind sehr zufrieden mit dem Auto. Jetzt, es wird nicht mehr regnen. Wir schauen mit Bremsentemperaturen, wir schauen auf den Motor. Ich hatte gestern ein paar Vibrationen, aber wir wissen, der Auspuff schlägt ein bisschen an die Karosserie an. Und mir war das natürlich in Erinnerung an die alten Zeiten, Vibrationen, ja, Schwingungsdämpfer. Das war der Ausfall damals, ne? Das war der Ausfall, also war ich sehr vorsichtig. Ich habe die Jungs gleich gesagt, bitte alles nachschauen. Ja. Der Auspuff klingt auch ein bisschen komisch. Aber alles okay, nur der schlägt ganz minimal an der Karosse an. Aber du fährst halt sehr feinfühlig und so. Und das, ich muss sagen, ich habe jetzt den höchsten Respekt vor diesen ganzen LMP1- und 2-Fahrern. Wenn die hier bei Nacht und Regen fahren mit dem Tempo, ich bin ja schon schnell, aber damit 250, 300 über die Landstraßen bei Regen und Nässe, das, was die da leisten, ist unfassbar. Natürlich haben die besseres Licht, mehr Abtrieb, alles. Aber so oder so, es ist ein Erlebnis und ein Abenteuer Le Mans auf der originalen Strecke bei Tag und bei Nacht. Rennen 1, Startplatz 3 in der eigenen Klasse, die Strecke trocken, beste Bedingungen und es ging fantastisch los. Habt ihr kurz 5 Minuten? Dann lasst uns doch mal die erste Runde in Ruhe genießen. Übrigens, das muss ich noch erzählen, habe ich sie mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen und auf das Video habe ich hier nochmal verlinkt. Und da könnt ihr selbst entscheiden, wo ihr hinschauen wollt, indem ihr einfach das Bild auf eurem Monitor verschiebt. Viele verstehen das nicht und ich bekomme dann immer böse Mails von euch, dass der Bildausschnitt bescheuert ist und man ja nur das Bodenblech sieht. Einfach wieder hochschieben und ihr schaut wieder in die richtige Richtung. So, jetzt bin ich ruhig, denn gleich wird der Start freigegeben. Eine Runde Le Mans Classic. Viel Spaß. Yeah.
den Sound, oder? Schauen wir mal, was derweil an der Box los war. Routinierte Entspanntheit bei den Profis von BMW. Christian Danner ready für seinen Stint. Poldi als Teammitglied natürlich mit dabei. Und dann doch große Aufregung. Obi hätte zum Fahrerwechsel reinkommen sollen. Hatte er das Schild an der Boxenmauer übersehen? War er berauscht von der eigenen Geschwindigkeit? Man weiß es nicht. Und es war eigentlich auch egal, denn kurz nach der Vorbeifahrt hieß es auf dem Monitor, Startnummer 27 ist in Sektor 1 gestrandet und steht. Lange Gesichter und Rätselraten beim Team. Funk ist bei der Le Mans Classic verboten, wie wir eben gehört haben. Doch recht bald war es dann traurige Gewissheit, dass die Mechaniker eine anstrengende Nacht vor sich haben würden. Denn einer hatte auf jeden Fall keinen Bock mehr auf dieses traditionsgeladene Wochenende. Und das war ausgerechnet der Motorblock des M1. Aber hört und seht selbst. Wie ein Komet beim Eintritt in die Erdatmosphäre ergab er sich in einem Feuerball und mutmaßlich 70.000 Euro haben sich in diesem Moment in Metallspäne im Ölkreislauf verwandelt. Und wenn wir uns eine Sache bei Profis abgucken können, dann die niemals zufällige Halteposition nach solchen Zwischenfällen immer neben einem Feuerlöscher. Der war hier zum Glück nicht mehr nötig. Peter Oberndorfer über den Ausfall selbst. Also zuerst, so fängt ja jeder Rennfahrer an, zuerst dafür, dass ich... Waren da andere Autos? Das war der Start. Und dafür, dass ich noch nie in Brockne gefahren war, ging es gut. Ich konnte mitfahren, habe etliche Autos überholt, dann habe ich wieder welche überholt, dann habe ich sie wieder überholt, das ging gut. Ohne Vorankündigung hier beim Rausbeschleunigen auf die Zielgerade hat es Vibrationen gegeben und dann irgendeinen Schaden am Boden, aber ohne Vorankündigung, ich weiß nicht warum. Okay, auch nicht überdreht oder so, aber bis dahin lief super. Also dafür, dass wir hier quasi die Neulinge sind, waren wir, glaube ich, relativ weit vorne. Du wärst ja eigentlich reingekommen schon vorher, ne? Das hat sie irgendwie übersehen, glaube ich, oder? Das kann ich an die Karte nicht sehen. Okay. Richtig, ich wollte die nächste Runde reinkommen. Ja. Und die haben mir gezählt, es wäre die fünfte Runde gewesen, aber gut. Dann hätte man den Schaden auf Danner schieben können. Ja. Jetzt hieß es Nachtschicht beim Technikteam, denn in 6 Stunden musste der Motor gewechselt sein. Aber wie der gemeine Werkstattkunde weiß, es ist ja nie nur ein Teil, was kaputt ist, sondern in diesem Fall auch die gesamte Peripherie des Ölkreislaufs, die getauscht werden muss. Leitungen durchs gesamte Fahrzeug, Ölkühler. Na und wenn man dann schon mal dabei ist und Motor und Getriebe raus hat, dann kann man ja auch gleich noch einiges mehr machen. Markus, du siehst verpennter aus als ich, aber du hast, glaube ich, heute Nacht was anderes gemacht als zu schlafen. Ja, wir haben heute Nacht ein bisschen Arbeit gehabt. Motor gewechselt und komplette Ölsystem, Öltank, Kühler, Leitungen. Also es klingt nach kapitalen Motorschaden. Ja, wir haben einen kapitalen Motorschaden gehabt. Und der erste Zylinder hat jetzt ein kleines Löchlein. Der wollte anders abatmen. Genau. Ja. Aber wie kommt sowas? Also der hat unten im Block wirklich so ein Loch drin. Ja? Das wissen wir noch nicht genau, das müssen wir zu Hause analysieren. Okay. Also, wir haben jetzt aber auch nicht großartig geschaut, sondern es war nicht so viel Zeit da, wir haben dann eher geschaut, dass wir was anderes wieder reinbauen. Das denke ich. Und wir haben ja gestern gesprochen, es war ja der Originalmotor aus dem Originalauto, oder? Ja, auch nicht mehr der Originalmotor. Also, das ist ja beim Rennauto passiert sowas öfters mal, wird einmal wegen Laufzeit was ausgetauscht. Also beim Rennauto gibt es so Matching Numbers eigentlich nicht. Nee, genau. So, und jetzt habt ihr wieder den Ursprungsmotor aus diesem Auto eingebaut? Nein, das ist ein Motor, den wir noch gehabt haben, der eigentlich für unser Reutemann-Auto mal vorgesehen gewesen wäre. Ja. Aber den haben wir eben als Reserve da mitgenommen. Okay, alles klar. Und der läuft sogar besser als der andere, oder? Habt ihr jetzt rausgefunden? Ja, der läuft eigentlich recht zufriedenstellend und die Rundenzeiten waren dann heute Morgen sehr erfreulich. Das war natürlich auch vom Wetter her top, weil es kühl war. Kühl, ja, ja, genau. Wir haben einen neuen Satz weiche Reifen drauf gemacht und der Christian hat es richtig brennen lassen. Der Obi ist ja um 0 Uhr irgendwas, glaube ich, stehen geblieben, da war das Rennen vorbei. Dann musste der Wagen. 0.30 Uhr sozusagen, ja. Ja, genau, dann muss der Wagen hergeschleppt werden, bis das hier alles steht und sowas. Und dann seid ihr ja wirklich, glaube ich, mit 6 Mann oder so drauf rumgetrümmert. Ja, Top-Teamleistung. Unfassbar gut. Also unfassbar total geil. Und jeder, man merkt wirklich, jeder Handgriff sitzt, jeder weiß Bescheid, was er machen muss. Wann war der fertig? 5.40 Uhr circa. Wurde das erste Mal angelassen? Ja, genau, 45. Wer hat das gemacht?
Ja, also immer im Team natürlich. Ja, ja, klar. Wie fühlt sich das an? Also ihr habt wirklich, das müssen wir auch sagen, also am Motorschaden reicht ja nicht, den Motor kurz hinten rauszureißen, was beim M1, der ist ja auch schon wirklich verbaut. Aber ihr müsst ja wissen, was du gesagt hast, alle Kühlschläuche, Kühler vorne, Öltank, alles dabei gehabt, Öltank, genau, wo überall natürlich Metallsplitter drin sind. Genau, dann haben wir noch Kupplung gewechselt, Schwung gewechselt. Und, ja. Was man so macht beim großen Service, ja, oder? So, und wie ist das Gefühl, wenn man dann den Motor anlässt? Wie oft denkt man nach, ob man alles festgezogen hat? Oft, oft. Aber es war wirklich Top-Teamleistung. Wir haben da sofort 2 bis 3 Leute losgeschickt zum LKW runter. Parallel ist einer ins Hotel gefahren und hat den LKW-Fahrer oder die LKW-Fahrer aus der Nacht gerissen und geholt. Und die anderen haben dabei schon das Getriebe rausgebaut. Und dann war es eigentlich Top-Zusammenarbeit von allen Beteiligten. Unfassbar geil. So, jetzt ist er heute Morgen gelaufen. Wer ist heute Morgen gefahren? Den Start ist der Christian gefahren, ja, und hat dann an Poldi übergeben. Waren beide zufrieden? Beide hellauf begeistert. Hey, jetzt gibt es noch ein Rennen. Genau. Und dann schauen wir, wo wir landen. Genau. Schaut, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, dass wir vielleicht sogar noch in unserer Klasse aufs Podium kommen, weil der Defektteufel nicht nur bei uns zugeschlagen hat. Thank you.
das letzte Rennen. Es sollte auch das vorerst letzte Rennen von Leopold Prinz von Bayern sein. Er war für den letzten Stint gesetzt. Peter Oberndorfer sollte den Start fahren. Alles gut diesmal. Der Motor lief besser als der erste und Obi kam sogar eine Runde zu früh rein. Doch der Teufel steckte auch hier wieder im Detail. Erneut ratlose Gesichter. Diesmal nach dieser Anzeige. Eine Minute Stop-and-Go-Strafe. Was war diesmal passiert? Obi traf nicht ganz die Einfahrt zur Boxengasse. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Tja, Goldi musste zum Nachsitzen reinkommen. Alle Podiumsambitionen waren dahin, aber auch der Fehlerteufel steckte weiterhin im Detail. Ein dünner Ölfilm legte sich auf die Windschutzscheibe und für alle Beobachter, die aus der Entfernung an eine sexy Carwash-Einlage zu Goldis letztem Rennen glaubten, der Mechaniker Marco Wagner gab buchstäblich sein letztes Hemd, um Poldi doch noch etwas klare Sicht zu ermöglichen. Entsprechend groß war danach die Enttäuschung beim Prinzen. Wir sind im Ziel, Poldi. Ob du was siehst oder nicht, wir sind im Ziel. Die Enttäuschung war allerdings schnell verflogen, als er ein Opfer für eine Champagnerdusche ausgemacht hatte. Ein Riesenwochenende. Jetzt atmen wir mal 2 Jahre durch und bis dahin hat BMW sicher noch einen Wagen gefunden, der sich reaktivieren lässt. Und irgendein Jubiläum wird ja schließlich immer gefeiert. Gell? Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.